Hallo und herzlich willkommen zu einem Do-It-Style-Quick-Tipp. Draußen ist schon wieder so kalt und einfach da gibt's nichts anderes Hilfreies, als sich mit Schals und Tüchern zu mumifizieren. Aua. Doch bei einem Blick in die hauseigene Schalabteilung trifft einem meistens der Schlag. In diesem Video zeige ich dir eine ganz simple und zugleich dekorative Methode, wie du deine Schals übersichtlich, schön, ordentlich und faserschonend lagern kannst. Naja, ein cooler Ausstand tut's auch. Maestro, Kamerakind, bitte einen Blickwechsel. Und das bin ich ja selbst, Moment. Man nehme einfach einen herkömmlichen Kleiderbügel oder Kleiderhaken oder Hosenträger oder Rockhalter oder Gürtelschnallen, Aufbewahrungshängeteil. Punkt. Naja, und auf diesen hängt man einfach schön einmal ordentlich gemacht und es hält immer seine Schals und Tücher und Halsumhängen, Accessoire, Dinger rauf. Nun ist alles schön übersichtlich, es gibt kein Gesuche mehr und zugleich werden die Fasern sogar geschont und die tollen Produkte halten einfach viel, viel länger. Habe ich schon erwähnt, dass das auch sehr gut ausschaut? Na das, ach, ist ja cool, ne? Schwupp, wupp, so schnell geht das hier. Diese Methode kannst du entweder einfach in deinen Kleiderschrank reinhängen oder vielleicht auch oben auf die Tür rauf oder mit einem Nagel, mit so einem Nagel in die Mauer reinhämmern und dann hast du zugleich eine dekorative Dekoration in deinem Zimmer. Übrigens, zum Thema Tücher und Schals etc. pp. Habe ich bereits ein Video kreiert. Yay, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her. Und das befasst sich mit dem Umwickel- und Schalbinden und Tücherlegen. Ja, damit. Zugegeben, ja, in diesem Video wirke ich braver als brav, aber die Methoden, die ich zeige, sind trotzdem immer noch die gleichen, tollen, coolen, ja. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Däumchen nach oben, ein Kommentar, freut mich von Herzen. Und immer daran denken, dass du mich jederzeit kostenfrei, gerne und jederzeit abonnieren kannst. Würde mich freuen. Glocke nicht vergessen. Tschüss.